Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Dude. Moin Leute, hier ist wieder euer Dude mit einem erneuten Ankündigungsvideo bzw. Schrägstrich Infovideo. Heute bin ich auch nicht alleine, ich habe den Scarfuß zu Gast. Moin. Moin. So, und als kleines Gimmick, als Special für heute haben wir uns überlegt, er wird für die österreichischen Zuschauer hier für euch mal das Ganze etwas übersetzen. Das ist deine Aufgabe heute. Okay. So, ich habe mir eine kleine Stichpunktliste gemacht, die ich hier vor mir habe. So, erster Punkt, Livestream. Morgen haben wir den Samstag, den 1. September. Und der Livestream wird wieder gegen 18 Uhr starten. Als erstes werde ich so 1-2 Stunden irgendwas anderes zocken. Was genau, weiß ich jetzt noch nicht. Und gegen 20 Uhr beginnen wir dann mit Days. Und das Ganze läuft dann wieder Open End. So, Ska, ist es deine Aufgabe gefragt. Jo, morgen, 1. was? September. September? Ja, September. Geht's los, 18 Uhr, Burschen, mit einem unbekannten Spiel und 20 Uhr dann der schöne DC für ein Goal. Ich hoffe, es macht Spaß. Genau, perfekt. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Herrlich. Gut. Ja, morgen ist kein Open Stream, beziehungsweise kein Free to Join. Morgen spiele ich ja, Dude and Friends, sagen wir mal so. Des Weiteren Informationen zu Minecraft. Ja, Minecraft gab es jetzt eine Weile nicht mehr. Lag zur einen Seite daran, dass ich wenig Zeit hatte dafür, andererseits auch ein bisschen wenig Motivation, ein bisschen wenig Lust, das irgendwie immer alleine zu zocken. Das ging mir langsam ein bisschen auf die Eier, war ein bisschen langweilig für mich. Ich habe mir da halt was Neues überlegt. Ich werde ein Let's Play Together anfangen. Das wird dann, ich denke mal, in der nächsten Woche oder übernächsten Woche spätestens wird es da die ersten Folgen geben. Wir starten in einer neuen Welt. Ja, das werdet ihr dann alles sehen. Das kommt jetzt demnächst, könnt ihr euch vielleicht drauf freuen. Nächster Punkt. Ach so, ja, du musst jetzt erstmal wieder übersetzen, sonst versteht hier keiner. Ja, Minecraft, Bursch. Ja, Let's Play allein ist einfach fad und deswegen gibt es jetzt einmal ein gescheites Let's Play Together. Wollen wir vielleicht auch noch erschleichen, wie, aber das will ich nicht verraten. Darf ich nicht. Und ja, wieder zurück ins Studio. Das habe auch ich fast verstanden. genau, Let's Play Riddick, ja. Würde ich sehr gerne weiterspielen. Habe ich ja irgendwann irgendwo schon mal kurzzeitig erwähnt. Da gibt es mit dem CD-Key ein Problem. Dreimal neu Windows aufgesetzt, dreimal den CD-Key aktiviert, CD-Key verfallen. Habe immer noch keine Lösung gefunden. Deshalb das Ganze auf jeden Fall noch pausiert. So lange bis, keine Ahnung, notfalls kaufe ich mir das Spiel nochmal neu. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze hinkriegen soll. Naja, schauen wir mal. Mr. Scar. Ja, Riddick. Das Spiel sagt einfach einmal ins Gesicht, ich mag die nicht. Und deswegen, ja, was zu warten und vielleicht kauft das es nicht. Oder er haut den Rechner auf, ich weiß nicht. Genau so sieht's aus. So, letzter Punkt für heute. Da wir The Darkness 2 Co-op jetzt komplett beendet haben, jede einzelne Co-op-Mission, wird es Zeit für ein kleines neues Projekt und da habe ich mir ein Spiel rausgesucht, was ich schon länger mal im Auge hatte, was bei Steam jetzt letztes Wochenende im Angebot war. Habe ich da gleich mal zugegriffen und das wird dann, denke ich mal, auch in der kommenden Woche irgendwann rauskommen, die erste Folge. Und zwar, ja, welches Spiel wird es sein? Es wird das Spiel Homefront sein. Der eine oder andere kennt das vielleicht von euch. Ich bin schon gespannt drauf. Ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Ich hab nicht zugehört, aber ich probiere es jetzt trotzdem. neues Projekt, weil Darkness 2 Coop ist jetzt einmal fertig, Let's Play Together halt. Und ja, der gute Dude hat sich einmal durchgeschaut im Steam und hat sich gedacht, Homefront, das kennt keiner, das tut keiner leid, das spiel jetzt. Es ist ein gutes Spiel, kann ich schon mal sagen. Hast du es auch schon gespielt, Ravi? 1-2 Stunden, dann habe ich es deinstalliert, aber... Das sind ja perfekte Voraussetzungen. Ich hoffe, es lag nicht daran, dass es zu schwer war. Na, mein PC war einfach nur zu schlecht und es hat geruckelt. Hm.
nochmal gucken. Ich hoffe ja nicht, dass es... Nein, es dürfte keine Probleme geben. Ja, Spendenkonto für mich wird da unten eingeblendet. Genau, das... PC kriegt. Da wird dann eine Anmerkung noch hinzugefügt, wo ihr ja spenden könnt. Ja, das war's eigentlich mit meinem Punkt, die ich mir notiert habe. Dankeschön an Scarfus für die Übersetzung für unsere österreichischen Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses kleine Dual-Info-Video. Gut, dann sehen wir uns morgen beim Livestream vielleicht. Ansonsten beim nächsten Let's Play-Video. Bis dahin, tschüss, sagt euer Dude und... Ach, derre.